Majestät, wir sind außerdem die Schrecken der Weltmeere. Wirklich? Freibeuter? Sowas in der Art, Majestät. Piraten? Besser, Olympiasieger. Schau. Kapitäne auf der Brücke. Roman Hagara und Hans-Peter Steinacher. Es freut uns sehr, dass Sie da sind. Was sind das, Eiferstein? Doppel-Olympiasieger im Segeln, Majestät. Naja, das sieht man, sind ja zu zweit da, ne? Also zweimal, also vierfach. Schau, in welcher Klasse haben Sie das gewonnen? Das war in der Olympischen Tornado-Klasse 2000 und 2004. Schau. Was wir immer gesagt haben, Seifenstein, es zahlt sich aus, einen direkten Zugang zum Meer zu haben. Und wo trainiert es da? Neusiedl, Bodensee? Ja, am Meer der Wiener, am Neusiedlersee. Ja? Da haben wir angefangen. Wirklich? Und dann ist er rausgegangen auf die Weltmeere. Schau. Leider, Triest gehört ja nicht mehr zu uns. Aber das können wir ja wieder... Wir machen das schon. Ja. Ja. Die werden schon noch gekrochen kommen. Wie sind Sie aufs Segeln gekommen? Ja, eigentlich habe ich mit Skifahren angefangen. Aber nicht ganz geschafft. Hat einmal umgestiegen, ja, auf das Geschmolzene. Hat tadellos funktioniert. Na ja, ist eh klar, Seifenstein, ne? Nicht viele kleine Segel, sondern ein großes. Ne? Hat er auch Probleme gehabt beim Durch, denkst du? Ein bisschen zu leicht für Skifahren gewesen. Seit wann sind Sie ein Paar? Seit 1997. Schau. Ein Paar, ja, wie ein Ehepaar fast, ja. Naja, eingetragene Lebensgemeinschaft, ne? Genau, kann man so sehen. Mit getrennten Betten. Naja. Getrennte Betten, na sicher. Auf einem Boot, ganz allein, am breiten Meer draußen. Wir sind nicht von gestern. Wir haben schon gehört vom Seifenstein, dass es sowas gibt wie ja. Den. Auf hoher See auf jeden Fall, ja. Na? Ja. Wie machen Sie das? Ohne Frau an Bord? Wer putzt da? Ja, man hat so sein Gefolge. Als Kapitän, da kann man sich einen Seifenstein leisten. Erstes, von der Frisur her hätte man es wissen müssen. Gewisse Ähnlichkeiten, oder? Ja. Man putzt ja gerne, wenn es schneller wird, das Ding. Wirklich? Ja. Also, was haben Sie noch gewonnen? Ich meine, zwei Olympiasieger, da sind wir sehr, sehr zufrieden. Aber haben Sie sonst noch irgendwelche Auszeichnungen? Ja, zwei Weltmeistertitel. Schau! Sechs Europameistertitel. Schau! Ja. Wir sind sehr zufrieden. Also die Österreicher können nicht nur Skifahren, die können auch segeln. Ja. Ja. Das Fußball bis jetzt das Einzige, wo wir versagt haben, Seifenstein. Und treten Sie bei den nächsten Olympischen Spielen wieder an? Nein, wir haben 2008 aufgehört mit Warum? Den Olympischen Bewerben. Die dritte Goldene war uns nicht vergönnt und jetzt haben wir es gelassen. Jetzt seid ihr so angefressen, dass ihr dann probieren wir es nicht mehr, Pfui. Ja. Wenn es uns nicht mitspielen lässt, dann gehen wir halt woanders hin. Ja, richtig. Wir haben uns eine andere Spielwiese gesucht. Welche? Eine größere. Welche? Ein Katamaran, 13 Meter lang. Schau, und das ist nicht olympisch? Das ist leider nicht olympisch, ja. Sondern? Das ist ein weltweiter Zirkus, der vornehmlich in großen Städten gesegelt wird und das fürs Publikum eigentlich aufbereitet ist. Das heißt, in Hafennähe mit vielen Crashes,
Seifenstein, haben wir vielleicht etwas, wo wir uns das anschauen können? Sehr wohl, Majestät. Ja? Die beiden Herren haben erst kürzlich im Dienste Eurer Majestät an einer Regatta teilgenommen und wir haben sozusagen ihr audiovisuelles Logbuch. Hofbildstelle, bitte! Es ist natürlich hart, so weit von daheim weg zu sein. Aber wir haben immer was dabei, das uns Kraft gibt. Und wo ist er? Wir haben ihn mit. Er gibt uns Kraft. Der Kaiser. Wir sind berührt. So weit weg in der Ferne denken Sie an uns. Wo war das, Seifenstein? Majestät, im Oman. Hofbildstelle, bitte. Oman? Wissen wir nicht, wo das ist? Ah, da unten. Ja, aber das ist ein Fehler in der. Zwei Fehler in der Karten, Seifenstein. Zum einen ist da noch die Sowjetunion. Ja gut, und dann Putin ist wurscht, wie das heißt. Ja, aber das ist ein Fehler in der Kartenseife. Das ist Oman und ist unten. Ich glaube, das ist Oman. Also, haben Sie das Rennen gewonnen oder welchen Platz haben Sie da gemacht? Leider nicht gewonnen. Wir sind Vierte geworden. Sie müssen sich ja auch erst an das neue Schnackel gewöhnen, oder nicht? Ja, ist ein bisschen bockig, das ganze Teil. Hat man vorhin gesehen, das wirft uns ab und zu ab und... Hat ein bisschen was von einer Seeschlacht. Ja, es kann gefährlich werden. Also ja? Wirklich, auf hoher See geht's rau zu. Wie viele Leute sind da auf diesem Boot? Na, auf dem Boot sind 5 Leute drauf. 5 Leute? 5 Leute. Wie viele Frauen? Meistens eine. Eine? Ja, weil die sind sehr leicht und... Die kann man gut mitnehmen, ja. Und wir brauchen natürlich ab und zu auch nicht zum Putzen. Wir machen viel Dreck. Wir sagen jetzt nichts. Winken Sie mal. Winken Sie mal in diese Kamera. Ja? Da kann er sich jetzt von seinen Werbeverträgen verabschieden. Tschüss, Werbevertrag. Also, Sie kennen sich in der Praxis aus. Jetzt wollen wir wissen, ob Sie sich in der Theorie auch auskennen. Seifenstein, wissen Sie, was wir meinen? Wir haben ja diese Seeschlacht vorbereitet. Lass uns die jetzt kommen. Sehr wohl, Majestät. Vormärz, Biedermeier. Also, Sie kennen vielleicht... Das Spiel Schifferl versenken. Sie dürfen aufstehen. Seifenstein, kommen Sie her. Befehl! Sie sind der Schiedsrichter. Zu Befehl! Weil wir unglaublich großzügig sind, dürfen Sie als Erste schießen. Die Herren, Sie haben den ersten Schuss. Sie können wählen zwischen von A bis M und von 1 bis 13. H7. H7. Da braucht man nicht einmal Gegenmaßnahmen einleiten. Also, sagen Sie Feuer. Feuer. Wasser.
total realistisch. Danke, Majestät. Als wären wir in einer richtigen Seeschlacht. Deswegen schießen wir jetzt auf B2. Befehl, Majestät. Treffer, Majestät. Aha. Dann dürfen wir noch mal. Selbstverständlich, Majestät. Können jetzt den nächsten Schuss abgeben. B1, A1, A2. Befehl, Majestät. Majestät, Treffer versenkt. Na, wir haben nichts anderes erwartet, Zweifelstein. Also, es hat uns sehr, sehr gefreut, dass Sie da waren. Ja, ein bisschen in der Theorie müssen Sie noch ein bisschen üben. Ja. Erobern Sie irgendwelche Gewässer für uns mit Ihren Booten? Zum Beispiel den Oman? Na? Oder den Untern? Wüste Gobi oder irgendwas? Na? Majestät, die Wüste Gobi ist auf dem Wasserwege nicht erreichbar. Leiten Sie was in die Wege, Seifenstein. Zu Befehl. Also irgendwas sollten Sie erobern. Ja? Unseren Segen haben Sie. Und solange unser Bild mit Ihnen an Bord ist, ist auch unser Herz bei Ihnen. Und Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Österreich wird immer für Sie sein. Sie dürfen sich zurückziehen. Aber Sie müssen auch mal ein bisschen brav sein, gell? Danke, Herr Meister. Thank you.